So, wir sind jetzt da. Also, haben wir uns heute noch nicht gesehen, moin erstmal. Wir sind jetzt an so einem Leuchtturm, quasi in der Ecke, wo wir alle zum ersten Mal so Urlaub gemacht haben. Was übel weit weg, wir sind jetzt 3,5 Stunden gefahren, 350 Kilometer oder so, 330. Ja, und der Leuchtturm, der war. Vorher war der so in so einer Wanderdüne drin, ne? Also da war wirklich ein bis zwei Drittel war da wirklich, wirklich im Boden versunken. Und die ist jetzt, das war vor 4 Jahren, wo wir hier waren oder so, oder vor 5 sogar. Und ja, bis dahin hat es das jetzt geschafft, der Wind, die Wanderdüne ein bisschen weiter zu tragen. Und jetzt sollte der soweit erstmal frei sein und da wollen wir jetzt einfach mal gucken. Und sonst hier mal die Gegend mal so angucken, wie das mal alles so ist. Und ja, wird bestimmt interessant. Ein bisschen ein chilliger Tag, denke ich mal. Noch ein bisschen einkaufen wollen wir gehen. Wie gesagt, ich brauche immer noch eine Jacke. Und ja, gut, hier die ganze Mannschaft versammelt. Dann werden wir mal gucken, was wir jetzt so erleben. Und ja, wir sehen uns. Tschüssi. Moin! Was geht? Weißt du nicht? Was geht ab? Ja. Schwarzer Edding schon mal, ne? So. Jetzt laufen wir gerade hier so ein Sandberg, eine Düne, kann man sagen. Laufen wir gerade hoch. Und dann müssen wir hier gleich den guten Leuchtturm entdecken. Ah, das sieht man schon. Ja. Ah, da drüben geht es noch ein bisschen weiter. Es ist ja so eine kleine Holzdüne. So eine Sandlandschaft. So.
der ist jetzt so weit am Meer, dass der in 10 Jahren bestimmt entweder im Meer liegt oder die den halt abbauen. Hallo Papa! Jetzt filmst du mich, wie ich dich filme. Ganz toll. Ja. Wie immer ist der Wind auch mit am Start. Also, so, ist geil. Na dann. Adverse. Lustig. Das ist ja vor 4 Jahren, vor 5 Jahren war da noch nie so. Da war wirklich nur die Hälfte da. Da konntest du auch nie hoch. Also da haben wir probiert, welche hochzusteigen, aber da war so eine halbe Treppe und da, wenn du da runter gekracht hast, dann wäre nicht so schön geworden. Aber so ist gut, wenn du das so ein bisschen erhalten. Die paar Jahre ist gut. Hübsch. So, jetzt verstehe ich den Kanal hier und da bitte. Ja. Weil eigentlich steht da unten eine Lampe und dann streut er die Dinger an. Ja. Und dann tut das hier. Ah, okay. Ah, das ist auch kaputt gegangen. Naja. Christliche Sache. Ich gehe wieder runter. Ich habe genug gesehen. Reicht. So, die Verrückten da unten, die sind jetzt hier alle. Und wir? Also, ich hätte den Spaß auch mitgemacht, aber ich habe neue Schuhe und die, die ich jetzt hier nie voll sanden, sinnlos. Deshalb. Scherz, Alter. Ah, da wollte der mich runterschmeißen hier, der Kleine. Du Wurstgewitter. Alter, das geht gar nicht hier. So. Da wollte der mich runterschmeißen, ne? Das haben wir nicht geschafft. Naja. Das will ich auch machen! Ah. Ist dir schwindelig?
Alles gut, Alexa? Ja. Was los ist? Ja. Da freue ich mich. Ciao. Jetzt sind die anderen komischen Kinder auch nochmal hochgerannt. Na los jetzt! Ja, alle total bekloppt, sich vollmisten hier. Aber ich nicht. Die sind alle blöd, die haben nämlich keine Ahnung. So. Naja, gut. Action gibt's woanders. Hier wird gelabert. Naja. Naja, also zum Parkplatz und dann gucken wir, was wir noch machen. Bis dann. Ciao, ciao! In Nordlüngby sind wir jetzt und jo, hier waren wir vor 5 oder 4 Jahren im Urlaub und ja, hier konnte man, früher konnte man hier runterfahren und hier am Strand beim Auto und sich dann hinstellen und dort Urlaub machen, halt im Sommer war das richtig geil, aber ja, das geht jetzt nicht mehr, weil das Meer natürlich auch ein bisschen arbeitet und natürlich hier ein bisschen, ja, und dadurch ist halt hier keine Straße mehr. Drüben konnte man noch ein kleines Stück weiter, aber naja, so ist das halt, Pech gehabt. Ja, weil wie gesagt, früher konnte man hier lang, da konnte man hier bis, ach was weiß ich, 20 Kilometer oder so am Strand lang fahren und ah, das war alles viel geiler, aber das geht nicht mehr. Leider. Aber so ist es halt noch. Und man kann es nie ändern. Ja. Früher aus den Steilküsten hier, da lief da immer so Wasser raus. Wo das herkam, wussten wir nie. Das kam einfach und das lief auch. Wir waren 2 Wochen hier, die ganze Zeit kam Wasser raus. Hat ja nie geregnet oder so. Ne? Und na, wie hier, das kommt hier irgendwo raus. Und das fließt dann hier rein. Und da haben wir früher immer am Strand übelst große Staudämme gebaut und so und dann das Wasser aufgefangen und da hatten wir 3-4 Meter übelste Pools dort und das war richtig geil, aber naja, so ist es halt. So, Freunde, wir sind jetzt in wie heißt's, in Loggen? Genau, also Loggen, keine Ahnung. Und was wird denn hier geguckt? Weil der Lachs die Leute los, weißt du? Nein, das macht man aber so, die Leute mitnehmen halt, so ein bisschen volllabern. Weißt du, ich habe auch schon ein hässliches Gesicht. Wisst ihr, die zwei hier, die verstehen nicht, wie man halt so was macht, so, weißt du, und das ist halt dann irgendwie kacke. Naja, auch nicht schlimm. Ja, was suchen wir denn hier? Irgendwas zu essen bestimmt und irgendwas zum Einkaufen. Oh, Uniform, geil, Westen gibt's auch, schön. Ja, weil ich habe nämlich immer noch keine Jacke und ich will auch eine. Na gut, Freunde, sehen wir uns zwischendurch mal. Bis dahin. Tschüss. So, Freunde. Alex, was guckst du so? Ja, also ich habe jetzt theoretisch eine Jacke gefunden. Bloß die ist halt weiß und so mit blau-schwarzen Streifen. Vielleicht sehe ich die dann nochmal kurz. Aber ich weiß halt nicht, ob ich die jetzt kaufen will oder halt auch nie. Keine Ahnung.
Weil das sind 140 Euro umgerechnet, also 1000 Kronen, 138 Euro. Und das wäre halt kein Problem für mich, aber ist halt nochmal ein ganz schönes Stück, ja. Und weiß ist halt auch so ein bisschen, ja, ist halt nicht schwarz und auch nicht, was die anderen alle haben. Und dann guckt dich halt immer jeder an, was natürlich lustig ist, aber muss mal gucken. Wir gehen jetzt erst mal ein paar Hotdogs essen, ein paar Burger essen. Und rückzugs, denke ich mal, gehen wir da nochmal vorbei. Was guckst denn du so? Und ja, ich werde mir auch schon mal überlegen, ob ich die jetzt. Ob ich die dann kaufe und dann. Naja, gut. Dann. Tschüssi. Kartoffler. Kaufen jetzt Kartoffler und anderes Zeug. Und ja. Ist mir egal. Gemüse? Naja. Wir sind jetzt nochmal einkaufen in so einem Superbruxen. Wie heißt Superbruxen genau? Dackli-Bruxen, genau. Superbruxen ist noch was anderes. Genau, und ja. Danach fahren wir bestimmt nach Hause. Und so. Ich habe jetzt auch eine Jacke, die zeige ich euch dann mal zu Hause. Die ist. Ja. Hat ein bisschen was gekostet. Aber das ist es ja hier ein bisschen wert. Und irgendwas muss man ja kaufen, wenn man hier so ist. Ja. Was ist denn? So, naja, wir sehen uns dann nochmal kurz irgendwann, wie gesagt, und bis später. Tschüssi! Ja, klar. Ich kann dich auch nicht nutzen. Ja, das ist halt meine neue, genau. Die ich mir jetzt hier gekauft habe. Und ja. Oh, jetzt hab ich's doch runtergeschmissen. Oh ne, voll in den Schlamm, jetzt ist es total dreckig. Jetzt hast du die runtergeschmissen. Naja. Oh. Genau das war's nämlich heute jetzt erstmal. Vom Reiseleiter auch. Ja. No. Mein Papa hat auch eine Neujage. Genau, hübsch, hübsch. Jetzt haben alle erstmal eine Jacke, meine Schwester hat eine Jacke, ich habe eine Jacke, mein Papa hat eine Jacke. Und morgen, gucken wir, morgen machen wir einen chilligen Tag, ein bisschen so, ja, so die zwei Orte jetzt dahin und dahin, was weiß ich, dann Kilometer vielleicht 20 oder so, mal ein bisschen gucken, abklappern. Ja, Hiede Sande und Sonderweg sind das. Also Hiede Sande ist unser Mitlieblings Ausflugsort, wenn wir hier sind. Da sind wir eigentlich immer, weil da gibt es auch schöne Läden und es ist so eine schöne kleine Hafenstadt und so. Und ja, die gehen wir uns morgen nochmal schön fresh angucken. Ja, und dann gucken wir mal, was wir da so machen. Gut, Freunde, damit verabschiede ich mich für heute erstmal und wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen im nächsten Video. Bis dahin, haut rein. Tschüssi!